Denn wenn du auf einmal von 4.000 auf 8.000 Euro pro Film kommen willst, dann musst du natürlich jetzt eine ganz andere Zielgruppe ansprechen. Auf die Kamera. Wirklich, wenn du selbstständig bist als Filmmacher oder Fotograf, solltest du dich nicht zu sehr auf deine Kamera konzentrieren. Du solltest dich nicht mal zu sehr auf deine Fotos und Videos konzentrieren, wenn du wirklich erfolgreich werden willst. Ich weiß, das ist jetzt eine ziemlich provokante Aussage, aber in diesem Video werde ich dir einmal ganz genau erklären, warum das so ist und wie du stattdessen mit 6 Schritten eine Win-Win-Situation für dich und deine Kunden erreichen kannst und dadurch einen sehr großen Wettbewerbsvorteil bekommst. Also, lass uns mal ins Flipchart gehen. Also, ich werde dir das Ganze jetzt mal anhand von ein paar sehr einfachen Beispielen erklären. Stell dir mal vor, du suchst jemanden, der deine Wohnung putzt oder dein Büro. Also du suchst eine Putzhilfe. So, in dem Fall haben wir jetzt hier als Dienstleister die Putzhilfe, ihr Skill, also ja, ihre Fähigkeit ist das Putzen. Und wenn du jetzt eine Putzhilfe in Deutschland suchst, dann hat jeder Einzelne quasi einen Wettbewerb von 50 Millionen Leute. Also 50 Millionen Personen, die in der Lage sind zu putzen, die in einem Alter sind, wo sie damit Geld verdienen dürfen, können. Leute, die 2 Arme besitzen, wobei wahrscheinlich ein Arm auch ausreichen würde. Und dadurch, dass du eben so einen hohen Wettbewerb hast und dieser Skill Putzen halt eben etwas ist, was so gut wie jeder kann, ist halt eben der Wert auch sehr gering. Das heißt, jemand, der als Putzhilfe arbeitet, wird in der Regel im Normalfall so um die 10 Euro pro Stunde verdienen. So, jetzt nehmen wir mal ein anderes Beispiel, einen anderen Beruf. Nehmen wir jetzt mal den Chefarzt hier. Chefarzt hat den Skill, also die Fähigkeit Leben retten, die er sich mit sehr viel Mühe, Studium, sehr viel Erfahrung, er muss sich auch erstmal als Chefarzt hocharbeiten, quasi angeeignet hat. Und in Deutschland hat er hier einen Wettbewerb von ungefähr 2000 Personen. Das heißt, der Wettbewerb ist hier deutlich kleiner als hier bei der Putzhilfe. Und dadurch, dass eben diese Fähigkeit Leben retten oder halt als Chefarzt zu arbeiten, eben nicht so weit verbreitet ist, da ein bisschen mehr dazugehört, steigt eben hier auch sein Wert in Form seines Stundenlohns. Und der Chefarzt hat hier im Gegensatz zur Putzhilfe einen Stundenlohn von ca. 200 bis 250 Euro. So, was hat das Ganze jetzt mit dir zu tun, fragst du dich vielleicht. Deswegen komme ich jetzt mal zum nächsten Beispiel. Und zwar nehmen wir jetzt einfach mal wirklich hier den Filmemacher oder Fotograf. Das heißt, du bist Filmemacher oder Fotograf. Bedeutet, dein Skill ist, Filme zu produzieren oder Fotos zu erstellen. So, da hast du jetzt ungefähr so einen Wettbewerb von 100.000. Ich habe hier auch eine Statistik für dich, die habe ich im Internet gefunden. Und zwar ging es da jetzt nur um Fotobetriebe. Also Fotobetriebe, so haben die das in der Statistik genannt. Es ging nur um Fotobetriebe. 2007 waren das in Deutschland noch 7.150 Fotobetriebe, also Fotografen. Und 2017 waren es auf einmal 24.000. Und 2017 ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Du siehst aber ganz stark, dass es steigt. Und du bekommst es wahrscheinlich auch selber mit. In deiner Branche wirst du wahrscheinlich wissen, dass immer mehr Leute kommen und das Gleiche anbieten wie du. Immer mehr Fotografen, immer mehr Filmemacher kommen auf den Markt, dadurch, dass die Technik einfach immer viel günstiger wird. Das heißt, der Einstieg wird immer einfacher für die Leute, als Fotograf oder Filmemacher zu arbeiten. Kameras werden immer günstiger, das Wissen gibt es überall im Internet. Man kann sich immer leichter das Wissen aneignen. Die Programme nehmen einem immer mehr Arbeit ab. Und das führt eben dazu, dass dein Wert hier oder beziehungsweise dein Wettbewerb hier steigt. Das heißt, der Wettbewerb geht hier hoch und dadurch geht dein Wert natürlich runter, logischerweise, wenn du eben dich nur auf diesen Skill verlässt. Und meine Empfehlung für dich ist, deine Dienstleistung um einen weiteren Skill zu erweitern, und zwar das Thema Marketing. Dich mit dem Skill Marketing zu beschäftigen, beziehungsweise dir den Skill Marketing anzueignen. Und das hat 2 Vorteile. Einmal, du hast natürlich selber sehr viel mehr Wert. Das heißt, du kannst deinem Kunden neben dem Video, neben dem Foto, also das Mittel, was er in den meisten Fällen, was die Leute in den meisten Fällen ja einsetzen, um Marketing zu betreiben, dafür brauchen die Leute Fotos und Videos. Und wenn du eben noch mehr im Marketing auch drin bist, dich mit diesen verkäuferischen Fähigkeiten auskennst, da wirklich fundiertes Wissen hast, steigerst du deinen Wert. Das ist das Erste. Das heißt, du hast den Vorteil, du hast mehr Wert, wenn du deine Skills um Marketing erweiterst. Und du bekommst mehr Kunden. Ist natürlich auch logisch. Dadurch, dass du dich natürlich im Marketing mehr auskennst, kannst du es natürlich auch für dich selber einsetzen, um noch mehr Kunden zu gewinnen, um die richtigen Kunden zu gewinnen, mit denen du wirklich arbeiten willst, und eben Anfragen zu bekommen und keine Kaltakquise betreiben zu müssen. Und hier einfach mal ein Beispiel von zum Beispiel jemand, der bei mir jetzt im Coaching ist. Und zwar ist der Hochzeitsvideograf. Und hier ist es natürlich so, dass seine Kunden jetzt, das hat natürlich nichts mit Marketing zu tun. Das ist ein emotionales Thema. Er macht Hochzeitsvideos, das heißt in dem Fall, er ist Videograf. Er macht Videos vom schönsten Tag des Lebens der Leute. Und jetzt ist sein Ziel von 4.000 Euro pro Film, wo er gerade so ungefähr ist von seinem von seinem Projektvolumen für einen Film, will er jetzt auf 8.000 Euro pro Film kommen.
So, und da hilft ihm natürlich Vorteil Nummer 2, mehr Kunden gewinnen durch das eigene Marketing. Und wie machen wir das in dem Fall? Das kann ich ja auch zeigen. Wir gehen in dem Fall diese 6 Schritte hier mit ihm durch. Das heißt, wir führen ihn durch den 6-Phasen-Marketingplan und starten mit der Positionierung. Und das ist ein Teil, der gerade bei seinem Ziel jetzt besonders interessant ist. Denn wenn du auf einmal von 4.000 auf 8.000 Euro pro Film kommen willst, dann musst du natürlich jetzt eine ganz andere Zielgruppe ansprechen und du musst dich sehr viel spitzer positionieren. Auch da das Thema, du musst dich spitz positionieren, um nur einen kleinen Wettbewerb zu haben oder sogar teilweise konkurrenzlos zu sein, wenn du dich auf die richtige Art und Weise positionierst. Dann ist wichtig, im zweiten Schritt deine Zielgruppe ganz genau kennenzulernen, also die Wünsche und Ziele deiner Zielgruppe, nicht das Vordergründige, also deine Zielgruppe will keinen Film, sondern sie will das, was der Film macht. Der Film macht zum Beispiel, wenn es ein Imagefilm ist, mehr Umsatz oder sorgt dafür, dass die Kunden deines Kunden ihn besser verstehen, seine Dienstleistung besser verstehen. Das heißt, Zielgruppe genau kennenzulernen, um zu wissen, was brauchen sie, wie muss ich sie ansprechen und wo finde ich sie auch. Dann ein relevantes Angebot, was unheimlich wichtig ist, dass du natürlich das, was du anbietest, wirklich fundiert quasi strukturierst, dein Prozess, deine Dienstleistung, deinen Prozessplan anhand der Bedürfnisse deiner Zielgruppe. Das heißt, was du hier herausfindest, lässt du hier wieder mit einfließen und in einem Frontend-Angebot sorgst du dafür, dass die Leute dir eine Anfrage stellen und es für sie einfach ein No-Brainer ist zu sagen, ich möchte jetzt mit dem mal in Kontakt treten. Das machen wir hier im Angebot. Dann kommt die Eingangstür und das ist das mächtigste Werkzeug, um eben diese Basis, die du hier hast, dieses Fundament so der Zielgruppe zu präsentieren, dass es sie hundertprozentig anspricht mit genau dem, was du hier natürlich auch herausgefunden hast, mit deinem Angebot, was hundertprozentig zur Zielgruppe passt. Dann geht es um den Traffic. Das heißt, wenn du jetzt eben hier dieses Fundament hast, musst du jetzt eben über den richtigen Kanal, Facebook, Instagram, YouTube, was auch immer, musst du natürlich dafür sorgen, dass deine Zielgruppe jetzt von dem ganzen Spaß, den du anbietest, natürlich etwas mitbekommt. Das heißt, dafür brauchst du eine passende Traffic-Strategie. Und dann am Ende, einer der wichtigsten Punkte ist der Verkauf, weil am Ende ist es immer noch ein 1-zu-1-Gespräch oder auch ein Besuch bei deinem potenziellen Kunden, wo du verkaufen musst. Deswegen ist auch das wichtig. Und am Ende ist wirklich jeder einzelne dieser Schritte auch in dieser Reihenfolge fundamental wichtig, um das Thema Marketing, den 6-Phasen-Marketing-Plan erfolgreich anzuwenden. Und wenn du jetzt sagst, okay, das klingt irgendwie alles sehr spannend und ich will mich auch in dem Bereich Marketing für mich, für meinen eigenen Wert, aber auch um es für mich selber einzusetzen, um mehr Kunden zu generieren, damit möchte ich mich näher beschäftigen, dann habe ich jetzt eine coole Nachricht für dich, denn ich biete aktuell 10 bis 15 kreativen Köpfen im Monat die Möglichkeit auf ein einstündiges Coaching, wo ich mit dir diese 6 Schritte alle nacheinander durchgehe, dir genau erkläre anhand von auch Beispielen, wie es funktioniert, was genau ich damit meine und auch wie du es für dich einsetzen kannst. Und um dich für dieses Gratis-Coaching zu bewerben, klick einfach auf den Button hier links, rechts im Video, unter dem Video, irgendwo wirst du ihn schon finden. Und da kommst du auf meine Seite www.filmmaker-marketing.com und dort kannst du ein Formular ausfüllen. Da fragen wir dich ein paar Sachen ab und dann werden wir dich innerhalb von 48 Stunden kontaktieren und mit dir einen Termin für dein einstündiges Coaching vereinbaren, wo ich dir eben genau diese Sachen anhand von deinem Geschäft als Filmmacher und auch Fotograf erkläre. Und ich will ganz offen zu dir sein, wenn die Chemie dann zwischen uns passt und du sagst, okay, finde ich alles mega cool, will ich unbedingt für mich einsetzen, lass uns das zusammen machen, dann können wir natürlich auch zusammenarbeiten. Oder du sagst, hey, mega coole Informationen, ich habe echt viel gelernt, aber ich möchte das Ganze für mich selber umsetzen. Ich traue mir zu, das Ganze komplett alleine umzusetzen. Dann kannst du das natürlich auch machen. Am Ende liegt die Entscheidung bei dir. So oder so, wie du dich entscheidest. Ich kann dir eins versprechen, du wirst in diesem einstündigen Coaching extrem viel lernen. Bis jetzt hat jeder, egal auf welchem Level er in seinem Filmemacher-Business war, immer wieder noch was Neues dazugelernt und die Leute sind begeistert von diesem 6-Schritte-Plan. Also, sichere jetzt einen Platz für dein kostenloses Coaching. Klick auf den Button hier im Video, unter dem Video, irgendwo, wie gesagt, wirst du den Button schon finden. Und dann lass uns einfach mal miteinander sprechen und gucken, wie wir das Ganze für dich implementieren können in deinem Geschäft als Filmmacher oder Fotograf, damit du deinen Wert steigern kannst und dieses System natürlich für dich einsetzen kannst, um mehr Kunden zu gewinnen, um die richtigen Kunden zu gewinnen und um erfolgreicher zu werden als Filmmacher oder Fotograf. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch weiterhin frohes Schaffen. Melde dich jetzt an für dein Gratis-Coaching und wir sehen uns dann. Bis dahin, mach's gut. Ciao.